Hallo Flavio hier, es ist wieder Zeit für ein Body Update. Ich habe mein letztes Body Update vor 3 Wochen gemacht, also hat mich lange nicht blicken lassen, aber es hat sich einiges verändert und das wollen wir jetzt gemeinsam im Video anschauen. Flavio Simonetti. Beim letzten Update hatte ich 84,4 und heute bin ich bei 80,7. Wow, also ich habe 7 Kilo abgenommen, glaube ich. Richtig ordentlich. Wir kommen zum Formcheck. Also man sieht auch hier, ich sehe es zumindest im Spiegel, die Bauchmuskeln sind deutlich besser geworden. Ich bin wirklich zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt was hinkriege. Vor allem, ich bin ja Vater geworden. Das heißt, in einer Zeit, wo es eigentlich deutlich stressiger geworden ist. Und jetzt gehe ich mal mit dem Bauchumfang messen. Ich hatte vorher, ich glaube, 84 und bin jetzt bei... Moment... Ja, so 80 habe ich jetzt. Also auch 4 cm abgenommen. Das heißt, hier bin ich noch nicht da, wo ich sein will. Ich habe immer noch meinen Speck. Aber es hat sich trotzdem einiges geändert. Ich bin da sehr zufrieden. Und die nächsten Kilos werden auch fallen. Wir schauen nochmal die Beine an. Also von mir aus schaut es richtig gut aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Aber die Beine entwickeln sich auch perfekt. Also ich habe hier, vor allem hier im Keller, ja, da ist ja ein besseres Licht. Habe hier auf jeden Fall schon ein paar Streifen. Ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Jetzt muss ich dringend wieder hochgehen. Oben gab es ein bisschen Streit. Der Kleine, also mein älterer Sohn, der ist ein bisschen schlechter gelaunt, jetzt seitdem der Kleine da ist. Also es gibt da mehr Peaks als vorher, einfach weil er die Aufmerksamkeit jetzt teilen muss. Ich habe ja nochmal Nachwuchs bekommen. Das habe ich eigentlich gar nicht groß erwähnt. Ich bin da irgendwie so ein wirklicher Franke. Der, ja, vergisst so Neuigkeiten und ist ja nichts Besonderes und so weiter, so im Kopf. Aber natürlich war es was ganz Besonderes, jetzt einen zweiten Sohn zu haben, auch eine richtig schöne Erfahrung. Und deswegen habe ich mich jetzt 4 Wochen so ein bisschen zurückgezogen, was einerseits so ein bisschen Elternzeit ist, wobei das nicht bezahlt wird. Und zweitens arbeite ich trotzdem, weil ganz kriege ich es ja auch nicht hin. Mit YouTube, wenn ich da 4 Wochen Pause machen würde, würde da fast keiner mehr die Videos schauen. Und hier sieht man mal den Kleinen, schläft hier. Ganz lieb. Also auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich versuche halt jetzt viel von zu Hause aus zu arbeiten, Videos zu schneiden und nicht ganz so viel zu machen wie sonst. Upp, der Kleine hier, der Große also, der hat es schon gemerkt, dass er jetzt ein Brüderchen hat. Er ist jetzt etwas eifersüchtiger und ja, ist schon eine Umstellung. Das heißt, er dreht schneller am Rad, aber ja, wir kriegen es trotzdem hin und die Umstellung werden wir auf jeden Fall meistern. Ich habe natürlich jetzt auch die Ernährung etwas umgestellt. Mein Zeug ist das, was kaum Kalorien hat. Also Spätzle gehören mir nicht. Das ist eine ganz geile Sache hier. Das habe ich erst vor kurzem gehört. Hat mir der Holger Guck mal empfohlen. Skier kannte ich überhaupt nicht. Aber mega cool. Ich kann ja kurz mal die Kamera zeigen. Das gibt es beim Lidl beispielsweise. 0,2 Gramm Fett. Kohlenhydrate 4, davon natürlich auch 4 Zucker. 10 Gramm Eiweiß, das heißt 100 Gramm haben gerade mal 58 Kalorien. Eine gute Mahlzeit für morgens. Und ich habe mir auch gleich die Varianten dazu geholt. Blaubeere, dann gibt es hier noch Erdbeere. Die haben natürlich ein bisschen andere Werte, aber halten sich echt noch im Rahmen. Ich kann es hier nochmal zeigen. Wir haben da 0,4 Gramm mehr Kohlenhydrate, ein bisschen weniger Eiweiß, aber das ist in Ordnung. Dafür, dass man mal einen guten Geschmack hat. Dann haben wir hier Erdbeere. Ja, schwupp. Und was ich heute probieren werde, ist Vanille. Habe ich noch gar nicht probiert, gab es jetzt gestern im Lidl und mal gucken, wie das Ganze schmeckt. Dazu gibt es 2 Äpfel, ein bisschen Vitamine tanken und die werde ich dazu schnipseln und das ist mein Frühstück, schnell und einfach. So schaut mein Frühstück jetzt aus, 2 Äpfel und den Skier. Ich kann hier mal die Werte sagen, die ich jetzt direkt hier habe. 350 Gramm Skier, Apfel 320 Gramm, das heißt ich komme auf 351 Gramm. Habe hier 50 Gramm Kohlenhydrate, 29 Gramm Eiweiß und 3 Gramm Fett. Mein Mittagessen besteht aus Brokkoli, 300 Gramm und hier etwas Sojasauce von Kikkoman, der Klassiker. Finde ich, schmeckt in der Kombination richtig gut. Und dazu habe ich hier noch etwas zum Snacken. Das ist Paleo Jerky, heißt es. Sieht man das hier nicht? Hat richtig gute Werte. Eiweiß 63 Gramm, Fett 0,5. Und Kohlenhydrate 0,9. Also richtig, richtig gute Werte.
Ich kaufe mich auch immer gerne beim Supermarkt ein. Die hier gibt es, glaube ich, noch nicht im Supermarkt. Die habe ich mir zuschicken lassen. Das Besondere an diesen hier ist, finde ich, der Geschmack. Die im Supermarkt, die sind immer relativ trocken, also richtig furztrocken. Und die schmecken irgendwie saftig. Und das Besondere ist natürlich, und das finde ich immer wieder cool, dass es auch echte Qualität ist. Also hier steht 100% Weidefleisch. Das ist kein 0815 Fleisch, wie es bei vielen anderen ist, sondern wirklich hochwertige Qualität. Das heißt, die Tiere werden hier auch gepflegt, kriegen gutes Essen, sind draußen und das schmeckt natürlich auch im Geschmack. Dazu gibt es ein aspartamhaltiges Erfrischungsgetränk. Tut immer ganz gut, wenn man auf Diät ist und ein bisschen Zucker hat. Ich trinke normalerweise nur Wasser, aber hier ist es auf jeden Fall mal ganz nett, ein Glas zu trinken, wo auch zumindest das Gefühl ist, dass da ein bisschen Süße vorhanden ist. Wenn der Kleine später kein Harley-Fahrer wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Eigentlich habe ich bisher noch nicht drüber geredet, aber ich wollte es mal gesagt haben. Mein Kanal ist ja nicht dafür da, um Leute zu unterhalten. Es geht eher darum, dass Leute ja etwas dazulernen für ihr Leben, körperlich und charakterlich, die Fehler vermeiden, die ich gemacht habe. Denn leider verschwendet man viel zu viel Lebenszeit mit den Dingen, die andere schon falsch gemacht haben. Und das muss ja wohl nicht sein. Es gibt beim Mann heutzutage zwei verschiedene Lüster. Wobei meistens nur das eine befriedigt wird, das ist die fleischliche Lust und das ist die Herzenslust. Und ich merke immer wieder, wie Männer daran scheitern in ihrem Leben, indem sie nur auf diese fleischliche Lust hören. Also bedeutet, dass sie nur auf Dinge hören, die ihnen Erfolg bringt, die ihnen Anerkennung gibt, Geld bringt. Und das sind alles Dinge, die habe ich immer wieder ausprobiert und die ziehen immer wieder an mir. Aber ich merke, dass sie eigentlich keinen Bestand haben und mich eigentlich, je mehr ich mich danach sehne und versuche, diese Art von fleischlicher Lust zu decken, umso mehr werde ich unglücklicher in mir selbst. Und wenn du merkst, ja, das ist bei dir auch so, dann versuch mal, die Herzenslust zu finden, also Lust, die in dir ist, die sagt, ich will eigentlich was ganz anderes machen, den Job, den ich gerade will oder den ich gerade mache oder das Leben, das ich gerade führe, das macht mich nicht glücklich. Und schau mal, dass du etwas Ruhe in dir findest, dass du runterkommst und sagst, eigentlich will ich ja was ganz anders machen. Und das ist der Weg, der meistens dann genau in die Richtung führt, die dich frei macht. Du wirst dein glücklich finden, wenn es um fleischliche Lust geht. Also egal, ob du einen guten Körper aufbauen willst, viel Geld, Ansehen bei anderen oder viele Frauen, du wirst darin keine Befriedigung finden. Ich kenne mit jeder Art, einerseits bei mir, aber auch bei vielen Kollegen, die genau das erreicht haben und keinen inneren Frieden haben. Den inneren Frieden findest du dann, wenn du dir überlegst, was ist denn das, was ich machen will? Und ein ganz wichtiger Punkt bei dieser inneren Frieden ist, wem kann ich dabei helfen? Wenn diese Frage nirgendwo auftaucht, dann kannst du dir sicher sein, dass du damit keinen inneren Frieden finden wirst. Weißt du, was ich interessant finde? Dass die Natur sich früher oder später alles zurückholt, wenn man es nicht pflegt. Hier hinten siehst du die Steine. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen ran. Ich hoffe, man sieht es. Hier, ja, oh, hier, da sieht man schon die Pflanzen, die drüber sind. Und ich sehe das so ein bisschen wie bei uns Menschen auch. Wenn wir unser Inneres nicht pflegen, wird das, was wir in uns haben, nach außen wandern. Das heißt, wenn ich innerlich keinen Frieden habe, dann werde ich nur Leute anziehen, die unzufrieden sind. Oder ich werde nur ein schlechtes Leben haben und mich unglücklich fühlen. Du musst deinen inneren Frieden haben, an dir arbeiten. Genauso wie die Pflanze hier durch dieses schwere Gestein durchwächst. So werden deine Gedanken, deine Taten, alles, was in dir drin ist, durch dich durchwachsen und das zum Anschein bringen, was in dir arbeitet. Und deswegen ist wichtig, dass du auf dein inneres Herz hörst und nicht auf deine fleischlichen Lüste, weil die werden dich auch früher oder später auf den falschen Pfad führen. Ich habe auch fleischliche Lüste, dass zum Beispiel unter anderem auch, dass Videos gut ankommen. Ja, wenn ich merke, gewisse Viewzahlen nicht stimmen, dann merke ich bei mir auch, dass diese fleischliche Lust irgendwie nicht befriedigt wird und ich immer mehr machen will, um mehr Views zu kriegen. Aber das ist natürlich ziemlicher Käse, wenn man dann teilweise nicht das macht, was man machen will, was einen bewegt, sondern vielleicht das, was vielleicht mehr Klicks bringen würde. Und das ist eine große, kontroverse Diskussion. Und da merke ich bei mir einfach, ich will mich nicht nach den Klicks orientieren,
nur so eine kleine Sache in meinem Leben, wo ich merke, dass einfach das Fleisch übermächtig wird, sondern ich will das erzählen, was mein Herz bewegt. Und auch wenn es weniger Views hat, ist für mich oder soll das für mich in Ordnung werden. Deswegen ist es immer wieder ein Prozess, da auch in der Persönlichkeit zu wachsen und gewisse Dinge, die einem schwerfallen, abzulegen. Das Problem beispielsweise bei den Klicks ist ja letztendlich, wenn du wenig Klicks hast oder ein Video, was nicht viele Klicks erzielt, dann kann es durchaus suggerieren, dass man sich nicht so wertvoll fühlt wie sonst. Ja, das sind Dinge, die versteht vielleicht ein Nicht-YouTuber nicht, aber das sind so Kleinigkeiten. Ja, wer bin ich? Wie bin ich gefestigt? Und wenn du in dir und in dich gefestigt bist, dann brauchst du keine materiellen Güter, keine Zuneigung von anderen Menschen, sondern du stehst in dir. Und auch wenn Leute schlecht über dich reden und denken, dann weißt du, wenn du in deinen Werten stehst, dass du wertvoll bist und dass dir andere Leute das nicht malig reden können. Das ist eine Eigenschaft, die haben sehr, sehr wenig Leute in dem Leben. Wo habe ich bis jetzt sehr viele Menschen kennengelernt, auch erfolgreiche Menschen, aber ich kenne wenige, die das wirklich geschafft haben, diese Beständigkeit in der Persönlichkeit und zu sagen, mir ist ziemlich egal, was Leute denken und es nicht nur sagen, sondern man merkt es an ihrer Art und Weise. Und weil die Zeit so wertvoll ist und das Leben so kurz, genieße ich jetzt meine Zeit und schaue mit meinem Sohn ein paar Entchen an. Da hinten sind die Pferde. Und mein Sohn, der dreht total durch, der wird am liebsten da direkt hingehen. Aber hier ist ein Zaun, ja, deswegen müssen wir hier bleiben. Sorry, wir müssen wieder weiter. Magst du wieder reinsetzen? Kommt das Pferd extra zu dir, ha? Winkst du? Wir gehen doch jetzt. Nee, das Pferd ist noch zu interessant. Winkst du? Sagst du tschüss? Nee, wenn er sich so bewegt, heißt es, ich gehe nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm ein Like und abonniere den YouTube-Kanal, wenn du sehen willst, wie ich mich in den nächsten paar Wochen noch transformiere. Es wird noch richtig viel Fett runtergehen. Und wenn du wissen willst, wie die drei Jungs der 12-Wochen-Challenge abschneiden. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, dein Flavio Simonetti.